Irgendwie gab es so wenig Weihnachtsgiffis. Ich bin da bei dir, so richtig gefällt mir auch nicht. Aber 15 Tage noch, dann habt ihr das überstanden. Dann kommen die alten wieder, die alten Alerts. Und Patrick, grüß dich, Namen zusammen. Die alten Alerts und vielleicht auch wieder ein Pipi-Sound für Bernds Tochter. Versprochen ist versprochen, ich halte mein Marcel, davon war ich immer überzeugt. Aber wie gesagt, ich habe euch auch so alle lieb, aber supporten ist halt natürlich krass, ihr wisst warum. Wir werden sehen, wie weit das so geht und ihr wisst, bis zur Rente sind noch ein paar Jahre und es gibt natürlich nichts Schöneres als Tatsache, als Streamer in der nächsten Zeit so da durchzudödeln. Hätte ich schon Bock drauf, ihr hoffentlich auch und wir gucken, wo wir landen, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf. So, denkt dran, bald kommen die Prime-Icons. Denke, dann werden die normalen wieder sinken, vielleicht ein Verkauf denken. Ja, Florian, die sind jetzt alle leider schon wieder ganz schön gedroppt irgendwie. Da ist noch genug zum Verkaufen. Wobei, ich werde erstmal gucken, auch was die, was das Totti bringt im Januar. Ein Kanté-Totti muss natürlich sein, wenn er kommen sollte. Und ja, ansonsten eine Prime. Ja, wenn die zu sehr droppen, weiß ich gar nicht, ob man unbedingt upgraden muss von einem Mid-Icon. Müssen wir mal gucken. So, alles für den Opi. Christian, genau. Pia ist da, grüß dich. Schönen dritten Advent gewünscht. Euch allen natürlich. Danke fürs Zuschauen. Und jo, Fabian, danke fürs Abo. Alan, Jennifer, Robin. Ui, Kerstin hatten wir, glaube ich, schon. Danke für eure Follows. Ich muss jetzt mal aufpassen mit Abo, Follow. Like, Share, Transfer, das ist schon wieder abgelaufen. Schon wieder eine Stunde um, ist nicht zu fassen. Einfach mal fix verlängern. Und, ach, Niki, nur rückwärts. Oh, Niki Bonsted. Ich habe jetzt echt so Richtung Türkisch gedacht. Jetzt verstehe ich es. Niki, da musst du mir sagen. Niki, ja. Dann guck mal, muss doch viel spielen. Wir sind jetzt bei 1000 Spielen etwa. Und ich habe 15 Wochen lang keine Weekend League ausgelassen, immer Gold 2, Gold 1 abgeschlossen. Jede Woche Squad Battles auf Elite 1 gegrindet, auch wenn es noch so langweilig ist. Und Division Rivals sind wir, glaube ich, immer noch in der 4 mit Rang 1, 2, 3. Ist halt unheimlich viel Zeit, die man investiert, aber so viel Coins musste gar nicht investieren. Aber es war auch viel Packluck am Start. Wir hatten Mappe in Gold, Erstbesitz. Wir hatten Neymar Gold, Erstbesitz. Wir hatten Dybala Champions League Live und so. Also da kam schon eine ganze Menge rüber. Und ansonsten im Team, ja, aber guck, wir haben zwei rote Karten. Wir haben Dreas Erstbesitz. Gut, der kostet ja nichts mehr. Am Anfang aber war der schon noch teurer. Und Dreas ist, ist glaube ich hier der Älteste im Team. Er hat 971 Spieler und Ultras. Sonst gibt es wieder teure. Was? Alles für den Opi, alles für den Klopf. Wir partnern mit Link und was viel wichtiger ist, Designer ranholen und der Merch-Shop. Ja, kommt. Ist in Arbeit, ihr kriegt eure Kaffeetassen und 3XL T-Shirts. Aber erst brauchen wir unser Tomalin Comic Face. Sonst gibt es wieder teure. Nein, keine Sterne. Alles für den Opi, alles für den Club und unser Leben für die Ultra. Ihr seid alle herrlich crazy. Ach, und Bernd, dein Foto, also wirklich, ich habe, weiß nicht, wie hoch gezoomt, ich habe es nicht verstanden, was du gepostet hast. Ich hasse ja Suchbilder sowieso, aber ich habe es nicht gefunden. Ach, das war jetzt mit Always, die Fluglinie, oder? Findest du Figo? Niki, habe ich nur mal im Draft gespielt, fand den jetzt ein bisschen schlechter als diesen Garnincha, aber den wollte ich halt mal testen, weil er neu ist. Aber viele feiern Figo ja sehr. Also ich glaube, der ist schon sehr stabil. Alex, danke fürs Follow. Ja, bitte 3XL, meine Wampe muss reinpassen. Echt? Bist du so im Tom-Style ja, unterwegs? Ah, wird safe gehen. Bloß die werden wahrscheinlich in China produzieren und da ist natürlich immer alles, selbst wenn 3XL draufsteht, nicht unbedingt so weit. Lass mal gucken. Wie gesagt, haben bei Match Bernd, ja, wir müssen sowieso nochmal wieder mal in Discord ein bisschen schnacken. Immer lustig. Ist halt immer nur die Zeitsache, ne?
Aber kriegen wir schon nochmal hin. Marco grüßt dich auch. Habe Owen 91 Matthäus. Hm, sehr stabil. Ach, guck mal, zwei Icons am Start. Und hier rumnüllen, Niki. So, Brian mit einem Follow, Alexander mit einem Follow. Vielen Dank. Aber wir müssen weiter. Jetzt wird, also Spiel um den 14. Sieg. Wisst ihr, was kommt? Safe eine Niederlage. Hat noch nie im ersten Versuch geklappt. Und wir gehen hier voll ohne Bronzespieler auf der Bank rein. Was soll's? Bei Gold 3 reicht ja. 4XL bitte, aber 5XL. Marcel, glaube ich dir nicht. Das glaube ich euch nicht. Die macht einen zu großen Ausfallschritt, Tom. Der ist auch extrem langsam und wenn nicht. Michael, ja, ich hatte ihn wie gesagt im Draft, also er hat mich jetzt nicht mega geflasht. Marco geht so 13-5. Jetzt kommen die Schwitzspiele um den 14. Sieg, die dann immer richtig eklig werden. Und mal gucken. Sehr stabiles. Nee, ist ein Hybrid-Team. Salah, Aguero. KDB. Piqué ist eklig. Semedo ist eklig. Telles hatte auch in Rot. Müssen wir mal gucken. Barry, danke fürs Like. Stefan mit dem Like. Und jo. Wir kommen im Spiel um Platz 14. Um Sieg 14. Wird eklig. Ich ahne es. Ich ahne es. Krass. Ein Unioner als Unterstützer. Ich glaube, Marcel, du bist der erste Unioner. Boom, schöner Laufweg von Cruyff. Aber das hat noch nichts zu sagen. Christian. Ach Mensch, siehst du, diese Stickers mit diesem Sticker. Erstmal danke für 50 Sterne. Und Amado, Grüße zurück. Das kann dauern, aber ich habe jetzt mal die ersten Sticker abgeschickt. Die kommen dann irgendwann auch noch. Personalisierte Sticker. Ich bin echt gespannt. Wenn das dann irgendwann funktioniert, dann muss ich aber echt nochmal. Das sind dann so wie die Emotes bei Twitch. Da müssen wir dann gucken, dass wir da was Vernünftiges an Start kriegen. Anstoßbug hier aufpassen. Anstoßbug aufpassen. Das ist nicht zu fassen. Kannst es nicht verteidigen. Das ist so eklig. Ich hasse es. Noch ran, noch nur zur Kamera. Feier dich. Das ist eben immer mit dem Team, hast du halt immer so ein Hate sicher. Braucht man noch mehr starke Nerven. Weil er weiß doch, wenn er nicht ganz doof ist, dass er das Tor nur wegen des Anstoßbugs geschafft hat. Und rennt trotzdem zur Kamera. War klar, Spiel um den 14. Sieg. Muss so laufen. 300. Einsatz für Zanetti übrigens, ja. Oh, nicht ins Aus. So, wundersames Ereignis Nummer 2. Cruyff macht die Safe sonst und den haut er natürlich wieder an Pfosten. Schade, der war zu optimistisch. Aber mein Versuch. Kling. Oh oh. Ach, ich kann nicht. Ich muss. Nein, aufpassen. Kann halt nicht gucken. Ihr dürft so. Oh, was war denn. Ey, diesen Pass. Den glaube ich schon wieder nicht. Das glaube ich schon wieder nicht, was der da machen kann. Falsches Smiley. Okay. Ich als Unioner muss ja dem Opi Hatana unter die Arme greifen. Haori, oje, mini. Ich dachte, mit Abo wäre jetzt gut, Marcel. Keine Sterne mehr. Hast du gesagt? Versprochen? Ach, guck mal, wie der da durchlaufen kann. Ich glaub's nicht, ey. Mit Telles. Was hier schon wieder abgeht. Problem ist halt, dass der Gegner dann dadurch auch. Jetzt kommen die Pässe schon wieder. Absolut unglaublich. Unglaublich merkwürdig. Der Gegner kriegt dadurch natürlich auch immer einen psychologischen Aufwind. Weil er halt denkt, er ist richtig gut.
und seine Siegeschance wittert. Wobei es natürlich auch nicht hilft. Blanc schmeißt sich dann mal. Wer war denn gestern der mit Blanc? Ach, MK war das, ne? Den Blanc überlegt hat. Bin gespannt, ob er, wie er sich entschieden hat. Kurzer Pfosten. Gegentest gegen. Krass. Hab heute meine Wanderschau gelöscht. Oh, was passiert? Fokus-OP. Ich gebe mir Mühe. Hab mir gerade 250 Tage. Und da du der Einzige bist, den ich auch zugucke, wirst du dich dann hier nach und nach bekommen. Aber teile dir die bitte ein. Dominik, hau, hey, genau. Das ist voll beschiss, das ist so gewollt von ihr. Stefan, ja. Da ist vieles geskriptet. Bin ich völlig bei euch. Trotzdem, umso mehr bewundere ich immer die Top-Spieler und Streamer und so. Und E-Sportler, die dann trotz diesem Handicap da in die Top 100 kommen. Und da so 30-0 hinlegen. Gibt ja einige. Oh, was? Guck dir diesen Pass an. Da stehen zwei, Mappe und Dorglisch. Und er spielt ihn genau zwischen beide. Jetzt kriegt Rüllet nicht schon wieder gelb, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Stadtmeister, Dennis, ja. So viel Raum. Ach, nee. Schön, aber egal. So sieht die aus. Ach, und sich Unioner wieder gefunden. Na, Bombe. Daniel, guten Abend, grüß dich. OP-Fädensieg bekommst du heute mindestens 10. Oh, wie viele Spiele haben wir noch? Eigentor, Semedo. Das war natürlich nicht schön. Armer Gegner. Aber es ist Weekend League. Guck dir diese Pässe an, ich fass es nicht. Der auch schon wieder. Jeder Pass ist so, dass der Gegner den so einfach ablaufen kann. Das ist nicht in Ordnung. Oh, kein Sechser da. Jetzt hätte ich ja Bock schon wieder diese, die wir vorhin genommen haben. Wir haben zwei Tore vor. Und nicht noch so ein Ding. Das ist bitter. Oh mein Gott, der Ärmste. Oh, das ist jetzt aber. Wurde mir eben vorgeschlagen, der Stream in begeistert durch. Alexander, wurde dir vorgeschlagen? Von Facebook direkt. Krass. Grüße dich. Danke fürs Like. Und wenn du öfter vorbeikommst, musst du noch irgendwie oben auf dieses Abo. Ist kostenlos. Also Follow drücken. Herzlich willkommen. Bei mir steht es gerade. 11:10. Einfach nur, weil ich den Kling-Sound mache. Den hört man im Stream auch immer, ne? Das kommt irgendwie von Streamlabs und kommt immer kurz vorm Alert. Stefan, ja, die Pässe sind schlimm, dann laufen sie, als hätten die Sandsäcke an den Beinen und treffen noch nicht mal das leere Tor, dann kann ich immer platzen. Ist wirklich so, ne? Ist manchmal. In manchen Spielen geht's. Also schlimm ist halt, wenn du vorher so noch so chillige Squad-Battle machst oder so außerhalb dieser Server hier. Da kannst du kombinieren, wunderbar, es flutscht alles. Und dann kommst du hier rein und das fühlt sich an wie Blei, klebt alles, furchtbar. Spiel mehr auf Ballbesitz. Was für Tore, Tom, das ist mir sehr peinlich. Das ist, weil die Ultras so anfeuern. Müssen wir, aber ich staune, Respekt, ja.